So, als nächstes kommt nun also das Bild noch in den Text hinein. Das beziehen wir wiederum aus dieser Wikipedia-Seite. Dieses Bild hier wäre allerdings zu klein. Da würde die Qualität nicht genügen für den Druck. Deshalb tippen wir drauf. Da wird bei Wikipedia normalerweise ein größeres Bild angezeigt und bei Google weißt du ja wahrscheinlich, wie du nach großen Bildern suchen kannst. Dieses Bild kannst du entweder mit einem Rechtsklick kopieren, das mache ich gleich. Du könntest es hier auch herunterladen und dann landet es im Downloads-Ordner oder du kannst es übrigens auch einfach auf den Desktop hinausziehen und von da dann wieder in Word hineinziehen. In diesem Fall füge ich es jetzt aber einfach ein und es wird mir da schon eingesetzt, allerdings nicht so, wie ich eigentlich gern möchte, mit einem sogenannten Textumfluss, dass also das Bild einfach dem Text Platz macht. Das lässt sich aber leicht ändern in deinem Klick auf dieses Symbol hier. Die Layout-Optionen, da kannst du zum Beispiel quadratisch wählen. Jetzt ist das Bild frei verschiebbar. Die Größe kannst du selbstverständlich auch jederzeit noch ändern, indem du da an den Anfassern ziehst. Und in diesem Fall möchte ich jetzt aber noch den Ausschnitt etwas ändern, da dieser Rand stört mich. Mit einem Doppeltipp drauf erhältst du da den Reiter Format. Da kannst du es noch nachträglich zuschneiden über dieses Werkzeug, dass es genauso breit ist wie diese Spalte, vielleicht von oben auch noch etwas nach unten. Und wenn ich wieder ins Leere klicke, ist es zugeschnitten. Dieses Zuschneidewerkzeug ist übrigens noch interessant. Du kannst beispielsweise ein Bild auch auf eine bestimmte Form, zum Beispiel auf einen Pfeil, ein Herz oder einen Kreis zuschneiden. Du kannst es in einem bestimmten Seitenverhältnis zuschneiden, beispielsweise wenn du ein Quadrat brauchst. Und du kannst es an einem bestehenden Rahmen anpassen. Wenn wir gleich da noch sind, können wir noch ein bisschen weiter rumschauen. Bei Textumbruch hast du erneut diese Layout-Optionen, mit der du den Textumfluss beispielsweise nachträglich wieder ändern kannst. Und du hast hier verschiedene Bildeffekte, wie Spiegelungen, Schlagschatten und so weiter. Die sind zum Teil hier jetzt schon vorgefertigt mit diesen Formatvorlagen und als letztes vielleicht noch hier drüben hast du Bildbearbeitungsfunktionen auch schon schön mit Vorschau. Da kannst du also zum Beispiel Helligkeit und Kontrast noch ändern, die Farbigkeit noch anpassen oder irgendwelche Effekte anwenden. Du siehst, Word ist also recht mächtig, gerade was der Umgang mit Bildern betrifft.